Das ist wie mit dem Millennium Falcon, der den und den Kurs in so und so viel, in so viel Parsec geschafft hat. Da sagt man ja dann auch, naja, aber mit Raumkrümmungstechnologie macht der Satz ja voll Sinn, weil der Millennium Falke kann den Raum halt besser krümmen, als andere den krümmen können. Und ich finde sowas immer schön, wenn Fans sich so Erklärungstheorien zusammenspinnen, um die Fehler in deren favorisierten Werken zu reparieren, gerade zu biegen. Ich mag sowas total gern. Ich finde das witzig und auch irgendwie, ja, spaßig. Mir macht es auch Spaß. Gerade gespawnt und schon so verrückte Arme. So kannst du. Macht doch die Schwinger, Mensch. Diese nach oben und unten Finisher sind nicht so gut geeignet hier. Genau, die zur Seite. Das sind immer die Multikiller. Das ist gut. Davon gern mehr. Ich habe das Gefühl, es läuft aktuell sehr gut in dem Run hier. Ich bin gespannt, was Endergebnis aussieht. Ich würde sogar 100 schaffen, aber 100 sind schon. Das wird knapp, glaube ich. Aber es wäre cool. Mit 90 bin ich auch sehr zufrieden. Sehr gut. Hi, das ist Railgun. Wie geht's? Wie steht's? Der Kesselflug. Der auch falsch als Kosalflug übersetzt wurde. Okay. Das ist noch besser dann. So viele Fehler in einem Satz, in einem kurzen Dialog von Han Solo. Sehr schön. So, wir haben jetzt... Moment, wie viel brauchen wir? Haben wir nicht schon genug?
Ich glaube nicht, sonst hätte es mir gesagt, dass ich genug hatte und der... Oder? Habe ich es weggeklickt? Habe ich es übersehen? Ich fahre mal kurz zum Bankautomaten, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Ich dachte, wir brauchen 600.000. Oder waren es 800.000? Ach, wisst ihr was? Dann machen wir es noch einmal jetzt hier. Dann haben wir es sicher genug. Bevor ich mich ärgere, fahre ich nur umsonst hin und her. Und wir brauchen ja für den Platz 1 sowieso noch Kohle. Also warum nicht jetzt grinden? Grinden müssen wir sowieso. Können wir genauso gut jetzt gleich machen. Einmal noch. Und dann ist gut. Das ist halt echt kein schlechtes Minigame. Zum Geld verdienen meine ich jetzt. So ist es ziemlich repetitiv und ein bisschen langweilig. Aber zum Geld verdienen ist es super, zum Geld grinden. Mir geht's ja auch gut, dankeschön. Mir geht's zurzeit sehr gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Düdüt. So, ein letztes Mal. Glaube ich. Hoffentlich brauchen wir nicht noch viel mehr. Und ich habe mich total vertan. Aber ich glaube nicht. Alle Rekorde brechen. Nein! Und schon kriegen wir wieder Treffer ab. Das kostet Zeit und das nervt. Das ist kein so guter Run diesmal, aber genug Geld kriegen wir schon zusammen. Also, vorausgesetzt, wir brauchen 800.000, ich weiß es nicht mehr. Ich finde das schön, wenn die mir meine Finisher reinspawnen. Aber ich muss noch mal kurz zu dem Thema von wegen mandalorianische Rüstung und sowas machen. Brustaussparungen. Habe ich mir gerade gedacht, dass das nicht sehr nach Mandalorianern sich anhört, dass Tragekomfort der Rüstung eine große Rolle spielt. Das muss man schon sagen. Das wirkt nicht sehr Mandalorianer-like. Hä? Gegner? Hallo? Ja.
Na schau. Und ich habe noch gesagt, es läuft nicht so gut diesmal. 89, voll gut. Sodala, nochmal über 100.000 dazu verdient. Das ist schon ein guter Verdienst. Und jetzt haben wir definitiv genug Geld. Wenn wir nicht vorher schon genug hatten. Aber es kommt wieder keine Meldung. Jetzt bin ich echt verwirrt. Jetzt fahren wir mal zum Bankautomaten. Vielleicht habe ich eh schon zu viel Geld verdient. Ist eh gut. Wie gesagt, für den ersten Rangkampf. Los geht's. Ich weiß nicht, wo der Bankomat ist. Hier ist er irgendwo, oder? Die verbringen den größten Teil der Zeit in ihrer Rüstung. Das könnte schon sein. Trotzdem wirken Mandalorianer nicht so, als ob das Thema wäre. Ich glaube, je wunder die unter ihrer Rüstung sind, desto besser. Aber wer weiß. Vielleicht, wenn die dann doch mal unter sich sind, dann fangen sie an mit den neuesten Polster- und Modetipps und so weiter. Ich habe ja wieder eine Kleidergröße zugenommen. Ich muss meine Rüstung jetzt wieder ein bisschen erweitern lassen. Die sitzt gar nicht mehr gut. Ja, das geht gar nicht. Sowas in der Art dann vielleicht. Kann schon sein. Wir wissen es nicht. Hallo Chris, wie geht's? Wie weit ich bin? Wir sind jetzt kurz vor der Top 2. Ich habe jetzt gerade das Geld überwiesen. Ich muss echt ein bisschen mehr aufpassen, was im Spiel passiert. Ich krieg gar nichts mit. Guck, wir hatten schon viel zu viel. Das ist super gut, weil das heißt, wir müssen vor der Top 1 nicht so viel grinden. Wir müssen jetzt zurück in unser Hotel und dann geht's auch schon los mit Top 2. Und dann sind wir quasi schon fast durch. Dekadau. What the... Ja, aber wirklich. Warum macht die Taube Motorflugzeuggeräusche? What do we got here? Don't come looking for me, Sylvia Crystal. Some trouble at home? She quit her job? What the hell is this all about? The Rank 2 match will be at Destroy Stadium. Aren't I a hard-working girl? Huh. Not the baseball stadium again. Okay, Sylvia. Only two more to go. I'm going all the way. That's a promise. Meinst du, was sind das für Hörnchen? Was denn für Hörnchen? Meinst du, die haben lauter Stoffmuster und Fabrikaten? Bestimmt. Die haben lauter, wahrscheinlich von innen ist so eine Mandalorianer-Rüstung halt wie so eine Wohnung eingerichtet, fast schon. Mit ganz vielen kleinen Komfortfunktionen und ganz vielen Mustern und so weiter und, kann ich mir gut vorstellen. Von außen gibt es strenge Vorschriften, wie so eine Mandalorianer-Rüstung auszusehen hat, aber von innen, da geht's rund. Da werden die richtig exzentrisch. Oder inzentrisch dann? Wie auch immer. Auf der Minimap, das ist die Videothek. Und der Videospielladen halt, so. Ups. Falsche Taste, ich weiß nicht mehr, wie der Turbo geht. Ah ja, hier. Nummer 2 ist Bad Girl. Sehr cool. Auf die habe ich schon gewartet. Ich wusste nicht mehr, wann die kommt. Ich wusste nur noch, dass sie kommt. Batgirl ist definitiv ein Boss, ein Videospielboss, der einem im Gedächtnis bleibt. Und falls ihr sie nicht kennt, dann wisst ihr bald, warum. Und wahrscheinlich wird sie euch auch im Gedächtnis bleiben. Ich schätze auch heute noch,
ist der Bosskampf echt bizarr genug, dass man das nicht so schnell vergisst. Die Tochter von Batman. Ach so, ja, ja, ich verstehe. Batgirl, ja, ja. Okay, ich soll springen. Mit dem Motorrad. Wo soll ich denn hinspringen? Da drüber oder in die andere Richtung? Aber warum kommt das Tutorial hier? Ach so, ich soll echt über die Schranken springen. Na gut, das versuchen wir von mir aus. Yeah! Ausgezeichnet. Müssen wir wirklich hier hin? Ich glaube schon. Sonst hätte es keine Cutscene gegeben. Ah, sehr gut. Warte mal. What? Muss ich da auch nochmal drüber springen oder was ist los? Von mir aus versuchen wir es. Ist aber ungewöhnlich. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ein bisschen mehr Anlauf. Ein 2,5er Teil. Ah ja, genau, genau. Das ist der Vater im Spin-off von ihr. Das stimmt. Bad Girl. Hat einen coolen Soundtrack, Bad Girl. Die Passage kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Motorradkampf. Warum nicht? Hat er, glaube ich, ein Maschinengewehr, oder? Es klingt zumindest so. Hey! Was war denn das? Ich hab ganz klar die Truhe überfahren. So, jetzt nochmal zum Einsammeln. Dammit! Gar nicht so leicht. Okay. Das ist eine weirde Passage, aber das Spiel hat wirklich versucht, mit minimalen Mitteln so viel Abwechslung wie möglich rauszuholen, muss man schon sagen. Come on. Ah, gut. Warte. Wo kommt ihr denn her? Yes. Come on. Wie viel muss ich denn da noch umfahren? Ja, ja, genau. Wenn wir mit dem ersten durch sind, geht's gleich mit dem zweiten weiter. Ich weiß nicht, ob das heute noch sein wird. Wahrscheinlich wird's knapp. Aber dann beim nächsten Mal. Und je nachdem, wann der dritte erscheint, ne, das kann ja noch ein bisschen dauern, bis der dritte kommt, würde ich dann sogar den Spin-off noch mit reinschieben, bis der dritte eben erscheint. Damit wir wirklich alle Teile mehr oder weniger am Stück quasi dann durchspielen. Ah, damn it. Ah, Moped.
Was ist denn los mit dir? Hallo, Kerl der Puddingmark, wie geht's? So, haben wir es jetzt dann mal. Mensch, wie viel spawnen denn hier noch? Wenigstens kriegen wir ein bisschen Kohle zusammen. Ist gut. Müssen wir nicht so lange grinden vor dem letzten Bosskampf. Aber das ist schon echt gut, dass die das im zweiten ein bisschen rausgenommen haben mit dem ganzen Geld zusammen grinden zwischen den Kämpfen. Sodala, jetzt komm. Wo sind denn noch welche? Ja, na endlich. Man darf nicht immer so genau drauf parken, sonst steigt er immer auf sein Motorrad, wenn man interagieren will mit dem Symbol. Das nervt. Ah, ich wollte lesen, was da steht, Mann. Next up is a ranking match. Want some sugar. And you will be second in rank. Lose, and you go to hell. Before you fight, please use the restroom. When you are ready, head inside. Good luck, Travis. Trust your force. Head for the Garden of Madness. Das geht mir auch so, deshalb Trailgun. Ich krieg auch immer Bock auf Pudding. Wenn Kerl der Pudding mag da ist. Aber ich meine, wer mag bitte kein Pudding? Ich meine, es gibt, glaube ich, verschiedene Vorlieben, was Pudding angeht. Ich glaube, da gibt's, na, da können Kriege ausbrechen wegen Pudding. Haut oder keine Haut? Eher dick oder eher cremig? Aber Pudding mag, glaube ich, irgendwie jeder, oder? Nee, das Telefonat ist ja quasi immer das Zeichen dafür, dass wir jetzt am Bosspunkt sind. So, jetzt kommt Batgirl mit ihrer sehr besonderen Kampftechnik. Okay. Travis, Mut ist, was letztendlich über den Sieger entscheidet. Die mit Mut bekommen die Glory. Das muss man nicht übersetzen, oder? Mit diesem Suplex ist dein Suplex-Regenbogen komplett. Erinner dich an den stillen Hinrichter, den Double Wrist Arm Sword. Okay. Du magst kein Pudding? Du hast, glaube ich, noch nie den richtigen Pudding gegessen. This is insane. Phew. What a day. I need a drink. So fucking thirsty. Hold on a sec. Damn, that's smooth. I feel alive. Weil du kein Essen kannst. Ach so. Want a drink? Laktose. Es gibt auch laktosefreie Puddings. Why am I such an angry bitch? Bestimmt, oder? Seriously, ich überlege gerade. No matter how many I kill, it's all the same. They're all going to pay. Yeah, with their fucking lives. You're a bad girl. You have no right to look at me like that. It's just a job. The daily grind. You're no assassin. You're just a perverted killing maniac. In essence, they're the same. Don't go on thinking you're better than me. You think you're hot shit. Who the fuck do you think you are?
Come on. Okay. Ah ja, ich kann mich jetzt wieder an die Steuerung erinnern. Jetzt kann's losgehen. Ich hol mir mal schnell Heilung. Ich muss mich erst drauf einstellen, wie die kämpft. Ich echt bei den Bossen immer ein bisschen konzentriert. Deswegen bin ich so still. Oh, ganz gefährlich. One-Hit-Kill-Move. Wenn man sich ihr so nähert, ist man sofort tot. Die Zeit nutzen wir. Nicht unbedingt sofort tot. Ah, okay. Kann man da was machen? Ich trau mich nicht. Achte auf ihre Arme. Aha, okay. Auf was muss ich denn achten? Oh oh, jetzt geht's los. Das ist einfach so bizarr, dieses ganze Setting, dieser ganze Boss, diese ganze Figur. Ich finde es so bizarr, widerlich, stylisch, cool. Es ist einfach echt toll. Double Kill, oder? Habe ich den zweiten auch gleich erwischt? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre witzig gewesen. No!
Ist eine Hand am Schläger, ist es der Move. Beide im Gesicht am Pass. Ah, sehr gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. Ah ja, guck dir das an. Guter Tipp. This girl is on fire, ja. Das stimmt. Na komm, Ausfallschritt. Danke. Burn, Baby, Burn geht auf. Das stimmt, da hast du recht. Okay, wenn ich jetzt hingehe, bin ich sofort tot. Ich meine, das ist eine coole Szene irgendwie. Mache ich nicht, trotzdem nicht. Das ist es nicht wert. Warum wackelt denn unser Schwert so? Na, endlich. Hallo, Flatbrain Jackass, wie geht's? Nein, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Maybe you forgot. I'm a bad girl. Es sieht ungefähr so aus wie das da. I will lose. I will never lose. I give up. You win. Yes. I've won. Mit dem Schwert, das ich da dabei hatte, macht die Szene noch weniger Sinn, weil das Loch in ihrer Brust müsste ungefähr so groß sein. Größer als ihr ganzer Körper. Aber ist schon okay. Wer weiß, was die so trinkt. Also ich kann mir vorstellen, dass in dem Flachmann ganz anderer Stoff drin ist. Ach ja, ist das nicht irgendwie abgefuckt? Ich finde die immer noch echt cool. Also auf eine bizarre, ekelhafte Art und Weise. Wir sind super reich, aber das brauchen wir vielleicht auch, weil eventuell ist jetzt das neue Schwert fertig dann. Müssen wir mal gucken.